Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Star Force 2 Sauriern. Jetzt hier im Dings der großen Welle, weil ich gerade dabei war, hier mal ein bisschen was zu gucken, aber ich habe schon das Geld zusammen, was ich brauchte. Ich habe 3 Cancer Bubble hier Mega Karten und ich habe mein Deck komplett verändert. Und Cancer Bubble reicht. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, das ist einfach die Welle, die er macht. Am ersten Gegner oder Objekt, wichtig, Objekt auch, was da wäre, zum Beispiel wäre eine Kiste in der Reihe vor mir gewesen, wäre nur dieses Vulkan-Ding kaputt, nicht die Boden-Dingsens. Musste ja noch ein Kampf kommen. Wir begeben uns gleich schon auf den Weg zu Sonja. Ja, ich habe den hier dabei. Und warum? Ich hoffe, ja, die leben noch. Komm. Hinterlasst Ice Panels. Bedeutet. Kein doppelten Schaden? Oh, puh, ich brauche Wasserangriffe. Kann ich meine Ice Panel, die ich da drin habe, ja eigentlich auch wieder rausnehmen. Und nochmal 400 Cent. Ja, okay. Hier können wir uns ja später nochmal umgucken. Das will ich jetzt nicht machen, weil ich im letzten Part schon so viel vergeigt habe, auf Deutsch gesagt. Aber ich habe da schon noch eine Heilkarte gekauft. Aber jetzt holen wir uns noch ein Level. Also Granaten. Also mein Deck müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt angucken. Aber wir gehen jetzt auf ein Date mit Sonja. Falls man das Date nennen sollte. Und nehmen sie nicht mit. Nein, sie ist da, wenn wir alleine fahren. Aber wie sie noch vor unserem Haus steht. Und sie ist vorher da. Das ist Spiellogik. Wie immer. Also fragt nicht. Da ist sie. Wow, sieh dir all die Menschen an. Schätze, ist es immer so voll. Oh, da sind doch Familien. Sonja? Tut mir leid. Ich muss dann immer an meine Mama denken. Aber weißt du was? Immer wenn ich traurig bin, denke ich daran, was du mir gesagt hast. Was ich gesagt habe? Hast du das auch schon wieder vergessen, Alter? Sie hat einmal Harten und 2 Barrieren und einmal eine Kanone. Ich find's gerade ein bisschen scheiße. Und sie hat 0 Connex. Puh! Sollte sie nicht haben. Immerhin ist sie ein Star. Aber naja, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, dass man diese Brüder als Karten nicht so benutzen kann wie im ersten Teil, dass man dann Karten von denen benutzen kann. Das finde ich gerade scheiße, oder kommt das noch? Nee, in diesem Teil war es, glaube ich, nie so. Ach man, das finde ich kacke. Ich weiß, wie du dich fühlst und ich will dir helfen. Das hast du gesagt. Wenn ich daran denke, geht's mir besser. Ich weiß, dass was du sagst, immer sehr zu schätzen. Hört sich jetzt komisch an, aber du hast mir etwas gegeben, das für mich nicht zu ersetzen ist. Danke. Du musst mir nicht danken. Doch, du hast mich verändert. Freut mich, wenn ich dir helfen konnte. Also bist du bereit? Wir werden heute eine Menge Spaß haben. Wären wir hier reingegangen, ohne mit dir anzureden, sagte Mega. Hey, bla bla, glaube ich jedenfalls, so wie immer. Hey, da war ein Händler. Moment, bei dem war ich schon. Okay. Angekommen. Und wo wollen wir hin? Du wolltest shoppen. Da ist ein Einkaufszentrum. Jetzt sagt sie was. Nein, wir essen was. Kaffee. Chiro, lass uns in das Kaffee dort drüben gehen. Es ist berühmt für seine Eisbecher. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Wirklich? Dann lass uns da hingehen. Guten Tag, hier ist die Karte. Sieh mal, Gio, die sehen alle so gut aus. Was möchtest du haben? Mal sehen, was möchte ich haben? Ich weiß nicht, was gut ist. Okay, ich suche dir einen Becher aus. Wie wäre es mit diesem? Nun, ich bin kein großer Schokoladenfan. What? Puh. Okay, nehme ich so hin. Und dieser? Hier? Das macht Spaß, nicht? Das habe ich nie verstanden. Was das Spaßige daran ist, sich an der Menükarte vom Eis jetzt irgendwas auszusuchen. Ja, aber egal. Sonja ist gut. Brr. Boah. Das sollte man nicht machen, aber egal. Das war lecker. Und wieso sagst du nicht Prost oder sowas? Ja, das war sehr gut. Und das war wirklich eine große Portion. Ich kann gerade nicht rülpsen, dazu bräuchte ich Kohlensäure. Egal.
Deshalb heißt er ja auch Everest-Becher. Ja, der war wirklich ein Berg von Eis. Er hat seinen Namen alle Ehre gemacht. Aber abgesehen davon... Du hast deinen Gans aufgegessen. Ich könnte noch einen essen. Ich liebe Süßes. Ja, nichts. Und Eis geht immer. Ihr Magen muss wahrhaft ein schwarzes Loch sein. Das solltest du wirklich nicht laut aussprechen. Beim Singen verbrauche ich wohl viel Energie. Der war nicht so groß, sondern auch gut, oder? Ja, das war er. Jetzt weiß ich, warum das Kaffee im Fernsehen war. Oh ja, da fällt mir was ein. Apropos Fernsehen. Der blaue Held, der in den Nachrichten kam, das warst du, richtig? Oh Gott, ich muss lachen. ja. Nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Gott, sag doch einfach ja, sie kennt dich doch. Und du kannst mir nichts verheimlichen. Dafür kenne ich dich zu gut. Sag schon, du bist das doch, stimmt's? Nun, ich weiß nicht. Gio. Okay, okay, ich bin es. Ich wusste es. Und ich habe jetzt irgendwie ganz das Wort Trottel im Hinterkopf, ey. Frag nicht. Oh Gott. Das ist großartig. Du warst übrigens in den Nachrichten. Wirklich? Ja, das hast du selbst gesehen. Natürlich, du bist ein Held für alle. Ja, gut. Ihr wisst es schon. Ich kann nicht lesen. Ich muss in die erste Klasse, verdammt. Das ist so cool. Ich und cool? Wäre mir auch neu. Das hat mir auch ständig irgendwelche Leute. Aber ja, wohl schon. Ja, und zuvor hast du die Idee gehasst. Kann man sagen. Hey. Was los? Ey, eigentlich mal so vorstellen. Bei dir ist sowas genau vor und da springt das, was drauf ist, so an Wörtern direkt immer vors Gesicht. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern direkt ans Gesicht. Das wäre mal geil. Das ist ein Luftdisplay mit Werbung. Die vergessene Zivilisation ist jetzt im Museum zu sehen. Das müssen Sie sehen. Zu viel sehen im Satz. Die vergessene Zivilisation? Klingt gut. Du magst solche Sachen, Gio? Ja. Kunstmuseen, Naturkundemuseen. Ich hasse Museen! Nur mal so zur Info. Mein Papa hat mir alle gezeigt. Oh. Wir sollten reingehen, da wir schon mal hier sind. Die Ausstellung ist im Museum, richtig? Das Museum ist im Eiffelturm, glaube ich. Wollen wir hingehen? Logisch. Dann gehen wir auch gleich hin. Und ich mag es irgendwie. Ja, so zum Beispiel. Wie peinlich, sich selbst in einer Werbung zu sehen. Das war etwas, was ich dich fragen wollte. Oder da war was. Ja, egal. Klar, was gibt's? Warum hast du wieder mit dem Singen angefangen? Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Ehrlich gesagt schon. Als ich aufgehört hatte, konnte ich darüber nachdenken, was ich in meinem Leben eigentlich will. Und? Was willst du? Es geht nicht nur darum, was ich will, sondern darum, was ich kann. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das herauszufinden. Waren, glaube ich, 3 Monate von Spiel zu Spiel? Kann sein. Und dann kam ich darauf. Viele Kinder haben, wie wir Eltern, die verschollen sind. Und für sie wollte ich Musik machen. Und weiß, was sie empfinden, also wollte ich ihren Schmerz mit meinen Liedern etwas lindern. Sonja, es ist toll, dass du so siehst. Ich bin meilenweit davon entfernt, so etwas zu schaffen. Das stimmt nicht. Das, was du machst, bedeutet sehr viel mehr. Hä? Was meinst du? Erst als ich Mega Man gesehen hatte, habe ich angefangen so zu denken. Ab diesem Moment wollte ich anderen helfen. Das hätte ich nicht gedacht. Gio, du bist ein Held. Und ich bin eine Sängerin. Gemeinsam können wir den Menschen helfen. Ja, du hast recht. Wie gefällt die Heldsache auf einmal? Oh Gott. Schon so spät? Wir haben uns wohl etwas verquatscht. Wir wollten doch zum Museum. Gehen wir. Schnell! Ja, jetzt kommen wir auch endlich durch. Nein! 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 Chill. Oh.
Wo, hier. Kann ich's zu 100? Ich komme. Es muss sein. Ich meine, die 150 habe ich gemacht. Aber muss sein. Und so. Und ich sollte meine Eispanels jetzt wirklich weglegen, wenn ich nur eine Wasserkarte habe. Oh mein Gott. Ah, reicht. Hier seht ihr jetzt mal Buchu gut. Gut, hierfür. Die habe ich mal reingenommen, weil Kanone und so viel. Alles macht zu wenig Schaden, finde ich jetzt. Aber im Prinzip finde ich die Idee von diesen Kanonen so besser als alles andere. Also für den Anfang. So, Tür. Connex 100. Und wir bekommen. Ladung V. Werde ich nie benutzen. Und warum bin ich jetzt nicht ausgepulst? Komm, das geht. Aha, ich kann's. Ich habe ein bisschen geübt. Noch keiner ist daneben gegangen, als ich nicht aufgenommen habe. Aber egal, ich habe geübt. Ach, so. Oder war es einer? Weiß ich gerade nicht. So, auf jeden Fall. War der Eisladen eigentlich schon immer da? Oder Kaffeeladen oder war er jetzt erst da? Aber egal. Ich habe noch ungefähr noch Minuten. 8. Es reicht noch, um hier ein bisschen was an Sequenzen zu haben. Soweit ich weiß, ist das Museum ganz oben im Eiffelturm. Ganz oben, hm? Sterne! Egal. Ein seltsamer Ort für ein Museum. Wow, das ist so aufregend. Komm, lass uns schnell reingehen, Gio. Und rein. Und wir sind sofort ganz oben. Sofort. Das ist das Museum. Hey! Was? Hey! Sei nicht so mies. Was willst du, Type? Hey, hey, hey! Was willst du? Mir ist kalt. Fenster ist offen. Und sag was. Du bist doch der Kleine vom Melchioberg, oder? Wie? Wer sind sie? Er hat uns die Kinokarten gegeben, oder? Erinnerst du dich nicht? Ich bin der Filmproduzent, mit dem du geholfen hast, und ich hatte eine ganz andere Stimme, aber ich hatte eine Stimmbandimplantierung, falls es sowas überhaupt gibt. Spukalarm! Oh, jetzt weiß ich wieder. Als das Werbeschiff abgestürzt ist. Du hast mir sehr geholfen. Warum sind sie jetzt hier im Museum? Das ist vielleicht eine Geschichte. Bei der Vorführung von Spukalarm hat es Probleme gegeben, die auf EM-Viren und so zurückweisen. Und die Leute dachten, im Kino wären echte Geister gewesen. Das war halt. Wir mussten den Film absetzen, das hat uns viel Geld gekostet. Und ich habe meinen Job als Filmproduzent verloren. Das tut uns leid. Das tut mir leid. Oh, nein, musst dir nicht leid tun. Ich weiß, wie die Sache in dieser Welt läuft. Von einem Sturz erholt man sich nur langsam. Deshalb organisiere ich jetzt Ausstellung für das Museum. Dann ist die Ausstellung die vergessene Zivilisation. Ja, die ist von mir. Hoffentlich hat sie Erfolg. Natürlich. Du hast mir mit dem Werbeschiff geholfen, deshalb möchte ich dir diese Freikarten geben. Normalerweise muss man dafür Eintritt bezahlen. Wirklich? Ganz sicher? Natürlich. Geh einfach zur Kasse dort drüben. Und man wird euch alle reinlassen. Netter Kerl. Obwohl er Geld hatte. Also dieser Ton. Okay, zur Kasse. Wir kommen zu bla bla bla, das ist jetzt unwichtig. Wir halten Führer. So. Auch irgendwas. So, wir müssen die Materiewelle Führer benutzen. Der führt uns hier mal durch. Da. Der sieht komisch aus, finde ich. Ich erkläre dir die ausgestellten Gegenstände. Ich sollte ihm eigentlich nicht so eine verrückte Stimme geben, wenn er uns führen soll. Materialisiere Führer. Hallo Leute, ich bin der Führer des Museums Gabi Guide. Schön, dass ihr hier seid. Hi. Hallo. Und jetzt wird erzählt. Die erste Ausstellung ist über den vergessenen Kontinent Mu. Was ist Mu? Ein Land, das es vor langer Zeit gegeben hat. Deren fortschrittliche Wissenschaft war der unseren hoch überlegen. Die Zivilisation, die dort gelebt hat, wurde Mu genannt.
Deren Wissenschaft war moderner als unsere? Und sie hat vor tausenden von Jahren gelebt, oder was? Ich habe noch nie davon gehört. Nicht mal von meinen Lehrern. Ob es Mu jemals gegeben hat, ist immer noch umstritten. Der Kontinent von Mu soll einfach von der Erdoberfläche verschwunden sein. Wow, das klingt alles sehr geheimnisvoll. Viele Artefakte, die auf der ganzen Welt gefunden wurden, stammen angeblich von Mu. Hier werden diese Artefakte ausgestellt. Ihr könnt sie euch in Ruhe ansehen. Ja, und das müssen wir jetzt auch jedes einzelne ansprechen. Dieses Modell zeigt, wie das Land Mu einmal ausgesehen haben könnte. Man geht davon aus, dass Mu plötzlich von dieser Welt verschwunden ist. Ja, und wir müssen alles ansprechen. Die Zeichen auf dieser Steintafel werden für Schriftsymbole der Bevölkerung von Mu erachtet. Aber die Bedeutung dieser Zeichen ist noch nicht entschlüsselt worden. Leute, merkt euch dieses Zeichen einfach. Oder kommt euch das Zeichen schon bekannt vor? Aha, komm, wer weiß es. Hier sind einige Objekte, die von den Mu hinterlassen wurden. Man nimmt an, dass die Mu eine fortgeschrittene Technologie hatten, als wir heute besitzen. Dieses Gerät halten die Wissenschaftler für einen tragbaren Terminal, den man in Mu benutzt hat. Sieht aus wie Starkery. Und das kommt auch hier. Das hier sieht wie ein Star Carrier aus. Ist das auch ein Relikt aus Mu? Hey, Kleiner. Weißt du noch, als wir Hyde bekämpft haben? Er hat die Wellen mit etwas verändert. Und dieses etwas sah wie ein Star Carrier aus. Du hast recht. Ich glaube, er sagte etwas von einem alten Star Carrier. Und Moment mal, wir sind im Museum. War nicht irgendwas nochmal mit Museum? Egal. Meinst du, dass es hier eine Verbindung gibt? Wir sollten uns dieses Relikt mal näher ansehen. Das geht nicht, wir werden Ärger bekommen. Ha, du Feigling. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Was tust du? Nein! Ja? Wir werden herausfinden, wer dieser Hyde ist. Mega, lass es. Tja, er hat nicht gehört. Ich wusste es. Also was mir da einfallen würde. Guckt in die Videokamera. Ich habe nichts berührt, verdammt. Anti-Diebstahl-System wurde aktiviert. Wow. Sind das Materiewellen? Wir sind die Autoguards, die dieses Museum beschützen. Sie wollen Eigentum des Museums entwenden. Nein, das ist nicht wahr. Keine Lügen. Gio? So. Was geht hier vor? Nun, weißt du... Was ist hier los? Hey, was soll das bedeuten? Das ist der Produzent. Ich habe versehentlich das Exponat berührt. Das wollte ich nicht. Oh, das ist alles? Autoguards, ihr könnt wegtreten. Ja, Sir. Voll Stimmwechsel-Fail? Oder eher gesagt, ich habe mir neue ausgedacht. Und so. Aber egal. Tut mir furchtbar leid. Pass in Zukunft besser auf, okay? Was hältst du von den Autoguards? Man könnte hier nur mit Hilfe von Magie etwas stehlen. Hehehe. Was sagt uns das? Ich war so nah dran, Hyde's Geheimnis aufzudecken. Ganz locker, Mega. Ich sollte eigentlich in Skype gehen. Und deswegen würde ich sagen... Ey! Puh, ich wollte ein paar beenden und speichern. Ach, egal. Als nächstes kommen die vergessenen Stämme. Die vergessenen Stämme? Die drei Stämme sind bereits ausgestorben. Aber davor haben sie lange Zeit gelebt. In einem Zeitalter des Reichtums und Wohlstands. Sie hatten unglaubliche Macht. Die Ausstellung zeigt diese drei vergessenen Stämme. Außerdem habe ich da vorne noch nicht alles angesprochen, aber das lassen wir, glaube ich. Ja, ich würde sagen, nee, wir lassen es nicht. Im nächsten Part gucken wir uns noch die letzten drei Sachen hier an und machen weiter, was wird passieren. Es ist ein Museum, merkt euch, Museum. Bis zum nächsten Mal, bis dann, viel Spaß und tschüss.